DMV, ich hab Tele DMV, ich hab Tele DMV auf den Computer eingestellt. Tele DMV, ich seh Tele DMV. Am Sonntag, da mach ich an, weil ich nicht anders kann, denn die neue Wocheninfo läuft dann. Tele DMV, ich hab Tele DMV, ich hab Tele DMV auf den Computer eingestellt. Tele DMV, ich seh Tele DMV. Sie sind eingeschaltet im ersten Programm von TeleDMW, dem Remscheider Fernsehen. Jetzt sehen Sie die Wocheninfo Nummer 484 mit den Breaking News aus Remscheid und einer anderen Stadt. Die gehen diesmal bis zum 15. September 2024 und haben folgende Themen. Probealarm in Remscheid. Hat er geklappt? Bei Grün fuhr er los und hielt nicht mehr an. Dieser Syrerboy gehört aber nicht zur Wohnungseinrichtung. Diesen Baum konnte er nicht überholen. Außerdem haben wir natürlich für Sie noch interessante Verkehrsmeldungen. Im Studio hat vor Ihnen Platz genommen Ihr Herr Westkamp. Am 12.09.24 war es wieder soweit. Es gab einen bundesweiten Probealarm. Die Sirenen sollten getestet werden. Anfang des Jahres ging es voll in die Hose. Keine Remscheider Sirene hat funktioniert. Nur wenige zumindest. Und die Feuerwehr hat uns versprochen, dass es diesmal besser wird. Ein Reporter hat Anfang des Jahres von uns vergeblich damals wirklich am Hohensberg gestanden und es tat sich nichts. Diesmal soll es besser werden. Bin mal gespannt. Wir schalten raus zum Hohensberg in die Siemensstraße. Hallo! Verehrte Zuschauer, ich melde mich aus der Siemensstraße am Remscheider Hohensberg. Hier habe ich Anfang des Jahres schon mal gestanden und auf den Probealarm gewartet, der um 11 Uhr deutschlandweit läuft. Aber heute, am 12.09.24 hat die Feuerwehr versprochen, dass die Sirene, die hier neben mir auf dem Schuldach ist, auch mal funktioniert. Letztes Mal habe ich hier doof gestanden und ihr habt es ja auch bestimmt in der Pannenkiste gesehen. Da ging hier gar nichts. Und nicht nur hier, sondern an den meisten von Remscheider Sirenen. Das Traurige an der Sirenengeschichte ist ja, dass es nicht mehr eine Luftholz-Sirene ist, sondern nur noch eine Sirene mit Lautsprechern. Ja, ich will das euch noch einmal eben zeigen. Wir gehen mal darüber. Eine Sirene mit Lautsprechern, das ist ja eine Sache, die, ich weiß nicht, ob die gleich hier ertönt. Ja, das sind nur noch 2-3 Minuten. Schauen wir noch einmal aufs Hausdach. Ich meine, Sie kennen das Bild ja schon. Ich werde Ihnen jetzt noch einmal das tolle Hausdach zeigen. Und Sie können sich das nochmal angucken, die Sirene. Da oben auf dem Hausdach ist die Sirene. Ja, da sind also 8 Lautsprecher montiert. Und das Ganze wird ferngesteuert von der Wache, von der Hauptfeuerwehrwache. Und warten wir doch auf den Krach. Auch das Handy soll Krach machen, habe ich mir sagen lassen. Denn das Handy soll ja auch per Cell-Broadcasting und per App und was weiß ich, Randal schlagen. Aber nicht die normalen alten Handys, die Cell-Broadcasting-Spezialisten sind. Das funktioniert nicht. Zu Hause liegt D1 und D2, werden wir da mal checken. Habe ich extra Cell-Broadcasting-Empfang eingeschaltet. Und wir werden jetzt sehen, ob sich hier heute noch was tut. Ja, wollen wir mal darauf warten. Ich habe heute mal kein Cell-Broadcasting-Handy dabei. Ich bin gespannt, was gleich hier passiert. Ich bin auch gespannt, wie da, also es wird folgendermaßen abgehen. Oh, was geht's denn da? Ja, herrlich hier, Mann!
Also ich bin beeindruckt. Also ich muss sagen, das geht gleich nochmal los. Ne? Es scheint zu funktionieren. Ich höre auch in der Ferne andere Sirenen, aber ganz leise. Aber hier, dieses Runterfahren war sehr attraktiv. Ich habe extra nicht dazwischen gesprochen. Dieses Runterfahren war sehr beeindruckend. Ne? So, das war der Entwarnungston. Als nächstes kommt der Warnton, dass also was passiert ist. Vielen Dank, wir schalten später nochmal rüber zu dem netten Herrn. Wir haben nämlich noch mehr Meldungen. Ein junger Mann fuhr bei Grün los und hielt nicht mehr an. Am Donnerstagabend des 12.09.24 entzog sich gegen 22 Uhr ein 19-Jähriger einer Verkehrskontrolle und verursachte bei seiner Flucht einen Unfall. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein VW Lupo auf, der auf der Bismarckstraße zur Pressower Straße mit ausgeschaltetem Licht an einer Ampel stand. Als der Fahrzeugführer angewiesen wurde, bei nächster Gelegenheit zwecks einer Verkehrskontrolle anzuhalten, beschleunigte er das Fahrzeug bei Grün und flüchtete vor der Polizei. Und die Polizei natürlich hinterher. Auf anschließende Anhaltesignale reagierte der Mann nicht. Im weiteren Verlauf kam es im Bereich an Wilhelmstraße zur Berghauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Fiat 500. Dabei entstand ein leichter Sachschaden. Der 19-Jährige flüchtete weiter und konnte auf der Freiheitsstraße angehalten werden. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen entwendet waren. Ebenfalls war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der VW Polo wurde sichergestellt. Das hat man davon. Wir schalten jetzt nochmal raus zur Siemensstraße. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie sich ein Handyalarm anhört, der bei so einem Probetag stattfindet und was auf Radio RSG durchgesagt wurde von der Feuerwehrhauptwache. Also nochmal raus zum Hohensberg. Was ist los da unten? Inzwischen hören wir RSG. Da darf die Feuerwehr jetzt über den Sender reden. Und da werden wir uns das mal anhören. Renne ich mal zum Autoradio, wie ich es damals auch gemacht habe. Und werde jetzt schauen, dass wir RSG mal anmachen. Ich denke mal, dass sie die Nachrichten nicht unterbrechen, sondern direkt nach den Nachrichten das machen. Das ist ja typisch für die. Oh! Ein Warnton auf dem Handy. Hier steht folgender Text. Notfallalarm. Probewarnung. Bundesweiter Warnton. Warntag 2024, Donnerstag, 12.09.24, 11 Uhr. Probewarnung für Deutschland. Es besteht keine Gefahr. Weitere Infos unter folgender Adresse. Herausgegeben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich quittiere das jetzt mal. Was man nicht alles hat. So, jetzt mache ich mir mal das Auto auf und jetzt wollen wir mal gucken, ob RSG um 11 Uhr und 12 Minuten soll wieder ein Ton kommen. Der Einsatz wird per Livestream übertragen. Und das waren die Nachrichten. Jetzt sind wir aber mal gespannt, ob die Feuerwehr wieder RSG killt. Ja, auch schon ordentlich gebimmelt. Ich hoffe, dann funktioniert nämlich alles. Es ist Warntag. Vor dem Wetter müssen wir heute nicht warnen. Die wissen es auch. Nicht unbedingt. Und die Feuerwehr hat ja Zugriff auf RSG. Mal sehen, wie die Durchsage sich anhört. In Nordrhein-Westfalen findet zurzeit ein landesweiter Probealarm statt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe frei. Ende der Warndurchsage. Dieser Syrer gehörte wirklich nicht zur Wohnungseinrichtung.
Am Mittwoch, dem 11.09.24, kam es um 14.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Christianstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen drang ein 14-jähriger Syrer, so jung sind die, wenn die loslegen, durch ein in Kippstellung verriegeltes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der 64-jährige Wohnungsinhaber war aber zu Hause und nahm daraufhin Geräusche wahr und stieß auf den Einbrecher. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wohnung flüchtete der Täter über einen Balkon in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte auf der Steinberger Straße auf den Flüchtenden. In der Folge nahmen die Einsatzkräfte die polizeibekannte Person mit zur Polizeiwache Remscheid. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 14-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Jetzt möchte ich nochmal raus zum Hohnsberg schalten in die Siemensstraße, denn ich hätte gerne mal gewusst, wie ein Alarmton, also ein Warnton, sich anhört. Lieber Reporter, kannst du mir den zeigen? Ja, jetzt heißt es Geduld fassen. Sagt mir mal einer, wann wir endlich 11 Uhr und 12 Minuten haben. Tja, wollen wir mal schauen, ob das jetzt endlich soweit ist. Also ich höre jetzt mal hier so in den Wind rein. Und da stelle ich fest, dass es irgendwo noch heult. Wunderbares Katzen. Ah, da ist er wieder! Eccolo! Meine Damen und Herren, das war die Live-Übertragung von Remscheid, Hohnsberg. Hier war Probealarm wie in ganz Deutschland. Es hat Spaß gemacht, war ein schöner Klang. Ich muss die Lautsprecher doch nicht so runter machen, wie ich dachte. Kommt ein guter Klang raus, die Lautstärke ist angenehm und ich muss sagen, vielleicht Daumen hoch oder rauf auf die Sirene. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bestimmt wieder bei einer angenehmen Sendung wie das Quiz, der Abendrunde oder vielleicht auch bei der Wocheninfo. Tschüss! Heute schauen wir wieder ins Bergische Land, diesmal in den Rheinisch-Bergischen Kreis. Dort gibt es die Stadt Kürten. Von dort aus sendet Radio Berg. Das interessiert aber keinen, denn in Kürten haben die Leute es sehr eilig. Müssen alles überholen auf der Landstraße. Nur ein Baum möchte nicht überholt werden. Und zwar hat er was dagegen. Und da ist richtig was passiert. Am Dienstag, dem 10.09.24, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Bechen gerufen. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit einem Baum kollidiert. Der Odenthaler befuhr zuvor gegen 14.30 Uhr die Odenthaler Straße, das ist die L296, in Fahrtrichtung Kürten-Bechen. Circa 400 Meter nach der Einmündung Liesenberger Mühle setzte er vermutlich zum Überholvorgang an, verlor die Kontrolle über seinen Opel und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im dortigen Grünstreifen kollidierte er mit einem Baum, überschlug sich und kam schließlich seitlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer befreite sich eigenständig aus seinem Fahrzeug und wurde vor Ort durch ebenfalls eingesetzte Rettungskräfte erstversorgt. Wenig später wurde er mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das machte der Rettungswagen.
Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L296 im Bereich der Unfallörtlichkeit für rund 2,5 Stunden gesperrt werden. Wir haben nur einen Radarbollerwagen gefunden und den haben wir so schnell gefunden, da war der Mann noch am Fummeln am Gerät und da hing noch Testmessung dran. Ich habe den Mann gefragt, bleibt er hier stehen? Und er sagte ja. Und dann sage ich, dann steht er auch im Internet. Auf teledmw.de, versteht sich, im Bereich Verkehr. Da können Sie ja jederzeit nachgucken, wo die stehen. Diesmal steht er am Kremholl in der Maxstraße bei der Hausnummer 22. Es ist der Wagen 986. Dann haben wir noch Vollsperrungen in Remscheid. Die Schulstraße ist gesperrt, die Gärtenbachstraße, die Morsbachtalstraße, die Güldenwerther Bahnhofstraße, am Eichholz ist Einbahnstraße angesagt, am Grund die Jöstingstraße und neu die Einigkeitsstraße. Dann haben wir noch nervende Baustellenampel an der Ronsauerstraße im Bereich Birken 3, in Vieringhausen und außerdem neu in der Bliedinghauser Straße. Und es gibt noch viele Stellen in Remscheid, die noch wahnsinniger ärgern, und zwar diese. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutz Tempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Ja, die Wanderbaustelle an der Klarenbach ist noch da. Hier auf der Ronsdorfer Straße steht alles still. Da vorne steht sie, die Baustellenampel. Die sorgt für Stau, besonders im Berufsverkehr. Planen Sie hier etwas mehr Zeit ein. Eine Baustellenampel, die sorgt mächtig für Ärger und für riesigen Rückstau. Wer meint, über die Stockterstraße hier reinfahren zu müssen, der wird genauso im Stau stehen und verzweifelt sein. Werktags ab 6.30 Uhr geht es los. Dann läuft hier nicht mehr viel, dann kriecht hier alles nur noch oder steht alles still. Wer schwache Nerven hat oder es eilig hat, soll diese Straße am besten gar nicht nutzen, denn die ist unbrauchbar für Autofahrer, die bergab wollen. Und auch von Solingen aus ist das gleiche Spiel zu sehen. Hier ist eine Schlange, die geht schon bis nach dem Lidl her. Wollen Sie nach der Goldenbergkurve schnell über die Remscher Straße nach Nüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen, und zwar vor der Schule Goldenberg. Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden, den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne. Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren. Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30. Die Baufirma in der Hardenbach hat unheimlich auf der Ronsdorfer Straße Mist gebaut. Sie hinterlässt die Baustelle fürchterlich. Wenn Sie nachts hierher fahren, bitte Vorsicht, höchstens Tempo 20. Hier sind Schlaglöcher und Fräskanten. Es könnte ganz laut knallen in Ihrem Auto, wenn Sie hier drüber fahren. Sie könnten sich die Achse natürlich kaputt machen. Und natürlich auch die Stoßdämpfer. Also Vorsicht auf der Ronsdorfer Straße, fahren Sie langsam. Genau in der Mitte zwischen den Fahrbahnen sind die schrecklichen Stellen, die jedes Auto zur Verzweiflung bringen und natürlich auch den Autofahrer. Das wird hoffentlich noch repariert. So kann man das nicht hinterlassen. Die Stadt Remscheid müsste mal so richtig den Bauarbeitern auf die Finger klopfen. Das geht nicht. Radfahrer werden sich ganz schön wehtun. Und auch vor allem Motorrad- oder Mofa-Fahrer. Das kann man nicht so hinterlassen. Also bitte Vorsicht auf der Ronsdorfer Straße, Fräskanten und Schlaglöcher, soweit das Auge reicht. Und das war's für heute mit den Nachrichten.
Im Anschluss kommt noch was. Nicht so viel, weil wir wenig Zuschauer hatten letzte Woche. Reicht ja nicht für den Film der Woche. Ich würde so gern wieder ein Filmchen gucken. Schaffen Sie mal noch ein paar Zuschauer her, damit wir wieder die Quote erreichen, damit wir den Film der Woche bringen können. Aber es gibt was im dritten Programm, was ich empfehlen kann, auf TeleDMW Live. Dort kommt so gegen 23 Uhr von sonntags bis freitags die Sendung Das Quiz. Da gibt es interessante Quizfragen, die Sie beantworten können im Chat, also dem Talkmaster. Den können Sie da helfen. Der ist nämlich selber am Quizzen und am Grübeln. Ist sehr interessant. Nächste Woche wird es auch wieder interessant hier auf diesem Kanal. Da gibt es nämlich die nächsten Nachrichten aus Remscheid. Und bis dahin sage ich tschüss, tschüss, tschüss! Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, TeleDMW. Ich wusste immer schon Remscheid. Remscheid weiß Bescheid. Remscheider Fernsehen. Verehrte Zuschauer, kennen Sie eigentlich schon die beiden Chaoten Schlaubi Schlumpf und den Hauskater Satan? Die beiden sind meistens im Regieraum, bevor der Herr Westkamp seine Live-Talkshow hat, und machen alles unsicher. Wenn Sie mal miterleben wollen, worüber Herr Westkamp sich aufregen muss, gehen Sie doch einfach auf den Spaß-Power-Kanal, dem zweiten Programm von TeleDMW. Hier sind Sie als Podcast zu finden, denn ein Überwachungsmikrofon hat alles mitbekommen. Sie hören jetzt eine kleine Kostprobe. Viel Spaß! Ich möchte keine Geburtstagstorte. Ich habe gesagt, es wird nichts geschenkt, damit das hier keiner mitbekommt und damit ich keinen ausgeben muss. Hast du das jetzt mal allmählich begriffen? Na, Kleiner, wie lang ist denn deine Zündschnur? Ich hab Feuer dabei. TeleDMW Spaß Power Kanal. Ja, hallo, wir sind Ellen und Edo von Ellen AM aus Hensbroek, aus den Niederlanden. Und wir grüßen alle Zuschauer von TeleDMW. Guten Tag! TeleDMW. Hallo, hier ist wieder der Spruch der Woche. Wer von einem doppelt so blöden Kommentar von der Nordsee beantwortet wird, die mir gerade hier nasse Füße macht, er lautet heute: Schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Dazu natürlich der Kommentar von der Nordsee, die gar nicht so weit weg ist. Hey, muss ich jetzt mal richtig laut werden? Hast du heute auf mich abgesehen, wa? Wow, 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 wer sucht da
Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.